Hallo Freunde, da bin ich wieder mit meinem Let's Play von Tenchu 2 mit Ayame. Und genau, wir sind ja beim letzten Mal, also ich fange jetzt direkt an. Wir sind ja beim letzten Mal, sind wir auf dem Schiff gelandet von der Seeschlacht, die wir auch schon mit Rikimaru hatten. Und genau, wir spielen jetzt natürlich als Ayame weiter und wir sind jetzt gerade auf dem Schiff angekommen. Und ich glaube sogar, dass das schon das letzte Level ist, wa? Deshalb, in Anbetracht dessen, nehme ich mal einige Heiltränke mit, einige Blasrohre und hier Explosionspfeile. Weil ich glaube, das wird jetzt heftig, ja. Und ich nehme zwei Granaten mit, weil die Items kann man ja sonst sowieso nicht gebrauchen. Und genau, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an hier. Das letzte Level von Ayame, glaube ich zumindest. Und hier ist direkt ein Gegner in der Nähe. Wo ist der? Ja. Genau. Das letzte Level von Ayame. Pünktlich zum Wochenende. Es ist nämlich Freitag heute. Freitag, der 30. November. Also, übermorgen ist, glaube ich, der erste Advent. Und. Nein! Oh mein Gott, was machst du denn? Ach du Scheiße, aber hier ist. Hier ist nichts, wa? Ne, hier ist nichts. Ja, genau, wir sind auf dem Feuerdämon. So hat Lady Kagami ihr Schiff genannt. So. Erstmal Headset richten hier. So. Ja, genau. Wir sind auf dem Feuerdämon und wir müssen jetzt hier, ich glaube, runter? Weiß ich nicht. Jedenfalls muss ich erstmal vorsichtig sein hier. Weil irgendwo hier ist doch ein Gegner. Ich habe nämlich eben eine 80 gesehen. Da. Oh. Ey. Mach jetzt nicht wieder so Faxen hier, ja? So. Da ist der erste Gegner. Ah, wieder Katzenfresse. Ich weiß nicht, warum die alle so komische Kostüme hier anhaben. Auf die Antwort warte ich ja immer noch. Und zack. Jawoll. Da ist der erste Kill von unten. So. Ja, ich versuche natürlich auch hier wieder Großmeister zu schaffen, aber ich glaube. Bei Rikimaru habe ich es komischerweise geschafft. Oh. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Da! Wo kommt der auf einmal her? Hey. Okay, alles klar. Da ist der. Schnabelfresse. Ah, ich hätte mir eigentlich einen Schuriken mitnehmen sollen, hä? Oh mein Gott, nein! Oh! Nein, 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 hier ist keiner, hier ist keiner. Oh! Er hat die Leiche entdeckt. Shit, shit, shit. So, da bist du. Was machst du? Du schaust gegen die Wand. Wie behämmert bist du denn, ey? Hast ein Brett vorm Kopf, ja? Ja, ich merk's schon. Nee, andersrum. So. Und zack. Mr. Brett vorm Kopf. Naja. Hast du was? Ja! Zwei Blasrohre. Sehr schön. So. Alles klar. Ja, und dieses Schiff hier ist auch sehr verwirrend, wie ich finde. Aber. Sehr angenehm, dass hier. Kein Wasser ist und keine Abgründe, wo man runterfallen kann. Nicht so wie bei Rikimaru. Nee, hier ist nichts mehr. Okay, dann. Spring runter! So. Alles klar. Hier ist irgendwo ein Gegner. Frage ist jetzt, wo? Oh Gott, 70, 74, 75. Da! Ah! Okay, alles klar. So. Okay, der hat es richtig rumgedreht. Dann hier. Zack. Wieder Topmodel. Wieder schön in die Kamera. So. Ah, der hat wieder nichts, ne? Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, was ich hier mache. Zumal mit einer Frau, aber ja. Man muss die Typen halt nach Items absuchen, ne? So, also wie gesagt, ich glaube, letztes Level. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher, weil ab jetzt, ab diesem Level,
kenne ich das Spiel nicht mehr so gut. Das heißt, ja, es könnte sein, dass ich jetzt hier ein bisschen failen werde und einiges übersehen werde. Oh! Hallo Schnabelfresse. So, hast du ein Blasrohr ins Gesicht bekommen wieder. Das hast du wieder gehabt davon, dass... Ah, sehr gut. Das hast du wieder gehabt dafür, dass du mich wieder angucken wolltest, ne? So. Ah! Sehr geil. Ein Wasser. Das ist gut. Zack. So. Das ist 5 Heiltränke, ey. Boah. Boah, was? 65, 66. Ne, hier ist nichts, okay. Dann ist der hier hinter. Der ist wahrscheinlich echt hier hinter. Augenblick. So. Ich weiß nicht warum, aber mein Kopf juckt irgendwie die ganze Zeit. Ah, ich habe was gesehen, ja. So, Bogenschütze, Pfeiltyp. Hallo, hey! So, komm schon. Nein! Guck mal bitte in die andere Richtung, ja? Dankeschön. Sehr gut. Oh, es ruckelt wieder. Schön Kill von unten, wenn er dich beruhigt. Nein! Hey! Zack! So, doch. Doch geschafft. Klock. Ich weiß nicht, was macht die da eigentlich? Hä? Die Leiche ist weg. Okay. Okay, der ist über mir. Nee, was macht die da eigentlich, wenn die da einmal... Oh! Alter Schwede! Boah, das war knapp, ey. Zum Glück habe ich mich gerollt. So. Ich weiß nicht, was macht die da eigentlich, wenn man den Kill von unten macht? Und dann macht die einmal so Klock. Was macht die da? Bricht die dem das Genick oder was macht die? Ich weiß nicht, das sieht irgendwie so komisch aus da. Aber es sieht trotzdem cool aus, wie ich finde. So, wo haben wir hier den nächsten Gegner? Das ist so voll Pillepalle, das Level hier, ey. Verwirrend hoch 10. So, was ist hier? Hier ist nichts. Okay. Aber kann man hier vielleicht rein? Nee. Okay. Nee, wie gesagt, ab dem Part hier ist das Spiel für mich semi-blind. Sozusagen. Ah, Sekunde nochmal. Ich muss gerade nochmal hier mit meinem Ohr kratzen. So, alles klar. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, hier ist auch nichts. Okay, hier ist auch nichts. Ja, wie gesagt, wenn wir dann mit Tatsumaru anfangen, dann wird's richtig krass, weil wir wechseln die Seiten und das wird übel. So, da. Wo ist der Gegner? Da! Wolverine, hi! Die habe ich ganz vergessen. Natürlich muss es die auch geben, klar. So, komm, Seitenkill hier. Von der Seite, zack! Nein! 60! Ich muss die Items haben, aber 60. Mein Gott. Ey. Hä? Da kommen irgendwie von beiden Seiten kommen da Gegner. Okay. Da. Seht ihr den? Da ist der. Vogelfresse. Hi. Nein, du kriegst nichts. Du kriegst nichts von mir. Hallo. So. Alles klar. Nein. Was machst du denn? Dreh dich einmal rum, ja? Kriegst du keinen Schwindelanfall. So, zack. Da hast du. So, wir sind hier, glaube ich, erstmal durch den Pfosten geschützt. Das heißt, wir können den ganz in Ruhe seine Bombe klauen. So. Wo ist der nächste? 73. 74. So, wo? Hallo? Was ist denn hier überhaupt? Ah, hier vielleicht. So, zack. Zack. Ne, da ist nichts. Okay. Ist hier oben? Ah, hier oben ist was. Guckt mal. Da oben ist auch ein Gegner. Ha, ich habe ihn gefunden. Oh, wie siehst du denn aus, ey? Du siehst aus wie so ein...
Wie so ein Monster irgendwie, keine Ahnung. So, Kill von oben. Yes, Kill von oben, Junge. Der ist wieder rumgedreht. So. Alles klar. Da hat er 3 Items für uns. Das ist doch mal nett. Sehr nett von ihm. So, ich glaube, hier oben... Wenn jetzt ein Gegner da wäre, könnte man auch snipen. Ah, ist ein Unschuldiger. Okay. Den habt ihr gesehen, ne? Den blauen Typen da. Aber ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn der uns sieht. Deswegen mache ich mal lieber hier... Da ist ein... Da! Bogenschütze. Oh mein Gott! Oh, der killt von vorne. Alter Schwede. Ah, ja, der... Das ist wieder eine Patrouille, okay. Ich verstehe. So. Das war der Kill von vorne, dann... Haut die ihre Schwerter schön in die Magengrube. Ist auch sehr nett. Genau. Ja. So, ich glaube... Haben wir hier in dem Bereich alle. Würde ich sagen, können wir mal weitergehen. Aber wie gesagt, sehr verwirrendes Level. Es gibt so viele Stockwerke. Was ist das denn? Kann man das kaputt machen? Das sind wahrscheinlich so... Kanonenrohre oder so. Wenn ich dahin gehe, komme ich auf einen Gegner zu. Aber wo? Wo ist der? Wo ist der Gegner? Hallo, 70 fast. Oh mein Alter! Pennt der? Ist das der hier? Nee. Ey. Ah, oben. Okay, oben. Yo. Moment mal. Ich bin jetzt wieder hier. Nee, nee, stopp. Das will ich nicht. Hä? Kann ich mich da fest? Was bringt das, wenn ich das mache? Gar nichts, okay. Ich muss doch mal da hoch. Weil da oben, da war ich noch nicht überall. Merke ich gerade. Ich muss da noch hier rechts und dann nochmal rechts. Da war noch irgendwas. Wo ich noch nicht war. Hier. Und dann hier nochmal rechts. Shit! Boah, ey, was war das denn für ein behinderter Sprung? Oh. Mein Gott, ey, wo ist der? Da. Blasrohr, komm. So, geschafft. Da bist du doch. Dich habe ich eben von unten gesehen. Ah, da ist noch ein... Ein Vogel. Ach du Scheiße, okay. Was machst du denn, Alter? Na, jetzt hier, bitteschön. So. Oh, so ein gutes Gameplay bis jetzt. Oh, ich bin so stolz, Alter. Oh, was ist das jetzt hier? Was ist das für ein, was ist das für eine Etage da unten? Hier hinter ist noch einer, ne? Oder ist das der Unschuldige? Nee, da ist noch was. Ich muss noch mal gerade hier... Hier rechts lang. Wow, nicht in die Flamme. Weil hier rechts war noch irgendwo wer. Oh, oh, oh! Da ist er doch. Wolverine. So. Genau hier, wieder Kill von unten. Zack. Und wieder die undefinierbare Aktion. Ah, hier ist ein... Hä? Hier ist ein Durchgang, okay. Wo ist der nächste? Da! So, komm, 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 nein! Nein! Fuck! Oh! Oh! Wow! Was war das für ein geiler Kill, ey? Aber hat der mich jetzt entdeckt? Zählt das? Ich... Aha, hier. Wo denn? Hier unten irgendwo, wa? Oh, ey. Ich weiß nicht, hat das jetzt gezählt? Als entdeckt? Oder eher nicht? Wenn ich den kille? Also wenn der mich sieht und ich den dann direkt kille. Hat er mich jetzt... Zählt das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Macht sowas doch nicht, ey. Macht doch nicht sowas. Oh, nein, hier ist keiner.
Zum Glück sieht er mich nicht, ey. So, ich lauf hin und... Yes! Boah! Aber was war das eben für ein geiler Kill? Und hast du... Manchmal haben die einfach gar nichts. Da kommt auch kein Geräusch. Da ist der nächste, komm, Blasrohr. Bevor der hier irgendwelche Faxen macht und die Leiche sieht. Da ist noch einer. Wo denn? Hallo? Ah, unter mir, okay. Unten. Boah, ey. Da! Oh, ist das krass. Was für ein krasses Level das ist, ey. Boah, hier unentdeckt zu bleiben, ne? Zack. Boah, das wäre krass, wenn ich das schaffen würde. Aber ich glaube, der eine Typ eben, hat er mich entdeckt oder was war das? Ich weiß auch hier nicht, wo das Ziel ist, ne? Ich gehe nochmal kurz zurück, weil ich muss gucken, wo das Ziel hier ist. Weil ich will doch alle Gegner mitnehmen, ne? Genau. Ja, dann gehe ich nochmal zurück kurz, lauf. Aber ich glaube, hier habe ich alles, oder? Ne, hier ist noch jemand. Seht ihr das? Da vorne. Hier irgendwo. So. Hier, 80. Ah, ja! Da ist er. Nein! Oh, gut. Oh, so. Hier ist noch einer. Oh, hier gibt es sehr viele Gegner. Aber ja gut, das kann man ja auch erwarten, wenn man auf das Hauptschiff geht, ne, von dem brennenden Morgen. Klar sind dann viele Gegner da. Der ist auch hier drunter, ne? Der ist auch hier drunter. Aber Frage ist jetzt... Ne, hier... Oder? Ne. Doch, hier war ich schon überall. Okay. Dann gehen wir weiter. So, muss ich jetzt mal gucken, wo der nächste ist hier. Mach nochmal ein Safe State. So. Da! Oh, oh! Ey! Blasrohr, komm. So. So. Kurzer Prozess hier. Boah. Viele Items, aber das brauche ich, glaube ich, auch. Weil ich weiß ja nicht, wer der Endgegner hier ist. Ah doch, ich glaube, das war der Fettsack. Da! Oh Gott! Oh. Schau mal bitte da hinten hin, ja? Danke. Danke. Boah! Alter Schwede. Nein! Ah! Fuck, ich hab wieder falsche Taste gedrückt, ey. Oh, das ist doch ein Fuck. Nein! Nein! Och, das ist doch so dämlich wieder gewesen. Mann! Immer dieses scheiß X statt Viereck drücken. Ah, jetzt hat er mich entdeckt, ey. Was machst du? Was machst du? Ja! Ah! Shit, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja! Noch einer. Fuck! Fuck! Oh, wie blöd muss man sein? Wie blöd muss man sein? Einfach in... Alter! Einfach in den Gegner reinzulaufen, ey. Oh. Ey. Du siehst mich nicht, ne? Ey, da sind zwei Gegner. Wie soll man das machen? Das ist ja wie bei Rikimaru. Wenn ich Jens kille, sieht der andere mich. Ist doch voll blöd, ey. Ich mach das einfach so. Und hol dir die Items. Und geh weg. Und geh weg. Ey, das war doch mal echt Panne eben wieder. So, da kommt er. Nee. Diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht. Oh. Mensch. Mann, 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 Mann. Ah, das ist so ärgerlich wegen der eigenen Blödheit hier. So, da hast du. Ja! Da hast du, ey. Du hast noch nicht mal ein Item.
Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich kurz vorm Ziel war. Wo der mich entdeckt hat. Bitte nicht, ey. Das wäre so peinlich. Wo bin ich überhaupt? Wo muss ich überhaupt hin? Hier war ich schon. Moment mal. Wo muss ich hin? Also hier unten war schon mal richtig. Ich bin nämlich echt unsicher, wo ich hier hin muss. So, dann einmal hier und dann rechts und dann da vorne wieder links und Slalom. Weil es kann sein, dass ich hier rechts rein muss, ne? Hä? Ah, nein! Och! Egal. Schöne Dekoration. Nee, keine Ahnung. Ich muss hier irgendwie... Nee. Wo war denn da doch noch ein Bereich, wo ich noch nicht war? Ah, wie gesagt, dieses Level ist schon sehr krass, ja. So, wo bin ich jetzt? Ah, okay. Hier links. Hey, so. Hier links, weil ich glaube, da vorne war noch ein Bereich auf der Karte, wo ich noch nicht war. Das könnte sogar das Ende sein, hä? Ich weiß nicht, aber... Das könnte es echt sein. Ich habe nochmal ein Safe State gemacht gerade. So, hier rein. Genau, hier ist nämlich noch jemand. Aber ich glaube... Wenn ich Glück habe, einmal entdeckt. Aber wenn ich hier alle kille, dann macht das vielleicht nichts, ha? Kann ich doch noch Großmeister schaffen, wer weiß. Aber wenn ich den jetzt das nächste Mal sehe, dann ist der platt. Dann sniper ich den weg. Aber Moment mal. Ich springe jetzt... Ey, hier kann man nicht runterspringen. Oder doch, ha? Ne, hier kann man nicht runterspringen. Okay. Aber ich kill den jetzt mit dem Sniper hier. Da. Ne, kann ich auch nicht. Wie soll ich den kriegen? Wie soll ich da hinkommen? Ah, okay. Nee. Sekunde. Dann gehe ich vielleicht mal hier runter, wa? Ah! Oh, wow, okay. Nein! Da war noch ein Gegner! Warum? Ah, da war noch ein Gegner, den wollte ich noch killen. Ah, ärgerlich, ey. Ärgerlich. Ah, egal. Ah, da ist ja unser Freund. Nice little girl. Genbu protects Lady Kagami. Oh, Genbu, look at what she's doing. She's not worthy of your protection. Everybody says, Genbu, you big dumb oaf. And everybody laughs. But Lady Kagami says, Genbu, you did good. She treats me like she treats all the other ninja. I feel warm inside when she talks to me. She's worthy of Genbu's protection. And all the people in Gota Castle are worthy of my protection. Then I guess we really fight this time. Yeah, we really fight this time. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, wir müssen in diesen Fettsack kämpfen. Oh Mann, ich wollte eigentlich den einen Gegner eben noch killen. Oh mein Gott. Gasbombe. Nein! Gasbombe! So. Gift. Also Pfeile. So. Zack. Und zack, zack. So. Wow! Okay. Ich habe nochmal ein Safe State gemacht hier. So. Pfeil. So. Der macht richtig, nämlich richtig schön viel Schaden hier. So. Granate? Nein, da kann der ausweichen dann, ja. Hahaha, doppelt. So, zack. Und zack, 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 zack. Jawoll. Los geht's, Alter. Ich glaube, das ist der letzte Boss, oder? So, Schuriken. Zack, zack. Und zack. Zack, nein. Oh, fuck. Wow. Oh, diese andere Attacke, diese letzte Attacke da. Die macht richtig schön viel Schaden, ey. So, so. Und... Nein, ey. Diese Steuerung. So, trink. Ah, der macht da hinten eine Runde. Das ist gut. Und... Bams, Junge. So, und zack, zack. Boah, wie viele Hitpoints, ey. 300 Hitpoints hatte der. So. Ey. Nö, 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 Freund. Nö, 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 Freund. Nein. So. Granate.
Rauchbombe. Ja, ich benutze sehr viele Items, ich weiß, aber... Oh! So, komm. Und zack, zack. Und zack. So. Blasrohr. Und hier. Nein! Oh! Ey, 22 Hitpoints. So. Trink das. Oh, ey. Ja, sehr viele Items, aber die braucht man auch, wenn der Gegner 300 Hitpoints hat. Jetzt mal ehrlich. So, zack. Und zack. Nein. Oh, ey. Ey. Alter. So, komm. Und zack, 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 zack. So, zwei Hitpoints. Ah, ah, ah. Oh mein Gott. Ey. Ey. Oh, Alter. Ich mach's jetzt auf Nummer sicher, ja? Hier, Grauchbombe. Oh! Mit seinen letzten zwei Hitpoints meint er nochmal, mich hier... Oh, verletzen zu können, ey. Oh! Oh, geschafft, ey. Oh, sehr gut. Sorry, Lady Kagami. Nice girl. What's your name? Ayame. Ayame. That's a nice name. Oh. Ehrenvoll gestorben, wa? Goodbye, Genbu the Wise, Lord of the Burning Dawn. Ja, ich weiß nicht, war es das jetzt oder gibt's jetzt noch ein Level? Weiß ich nicht, ja. Ah ja, der Kampf gegen Tatsumaru, stimmt, hey, Yame, damit er jetzt auch noch. Don't you remember what I told you? Then you know, I must kill you. Oh, you're right. We will fight, but you won't kill me. Oh mein Gott, ich hätte noch ein paar Items aufsparen müssen, ich Idiot. Jetzt kommt nämlich der Kampf gegen Tatsumaru, ey. Scheiße! Oh! Der hat doch seine Kicks da drauf. Ja, ja, guckt euch das mal an. Ah, fuck! Okay. So, komm. Und? Ja! Gasbombe hier. Zack, zack. Und zack, zack. Genau. Und zack, 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 Hilfe! Shit! Trink das! Oh mein Gott! Ich hab das vergessen, dass dann Bossfight gegen Tatsumaru kommt, ey! Ich Idiot! Nein! Oh! Du mit seinen Kung-Fu-Kicks, ey! Nee, nee, nee! Was wolltest du da schmeißen, hey? Hey, 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 hey! Ja, zack, zack, ey! Den trifft man aber auch irgendwie nicht, hä? Doch, jetzt! So, und jetzt zack, 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 immer drauf. Ja, geschafft! Geschafft! Ja! Yes! Oh, okay. Alles klar. Okay, geschafft. Oh! Why, Tatsumaru? Why? Unforgivable crimes must be punished. The traitor must die. Oh, ist das dramatisch. Yummy?
Krass, ey. Archers, prepare flaming arrows. Boah, ich werde fast angefangen zu heulen neben bei der Cutscene. First my master. Oh. Now, Tatsumaru, why does everyone I love have to die? I'd rather face the demons of hell than another second of this emptiness. My work is done. It's time for Ayami to follow Tatsumaru. What a pretty sound. We'll miss it. And Kiku, and the promise I made. Poor baby, she's counting on me. She must be so lonely right now, and scared, with her mother gone, just like me. I gotta keep my promise. No more crying. I've gotta be tough now. Ist das krass, Alter. So eine geile Cutscene, wirklich. Ja, sehr berührend auf jeden Fall, was da passiert ist. Ah, jetzt sehe ich die Statistik wieder nicht, ey. Mann, das ist doch blöd. Naja. Ayame, you made it! I'm going to become strong, so no one can ever take away anything I care for. I understand. What will you do now? I wish only to serve Lord Goda. Good. I'm going with you to Goda Castle. I'm glad. I have someone there worth dying for. And worth living for. Oh, krass. Krass, krass, krass. Ja. Das war Ayames Story. Oh, auch sehr krass, was da am Ende passiert ist. Also, sie hat Tatsumaru gekillt und sie wollte es aber nicht. Und das war am Ende sehr dramatisch und sie wollte sich umbringen. Aber dann hat sie gesagt, nö. Oh, die Musik ist gerade sehr laut. Augenblick, ich mach das mal gerade hier ein bisschen leiser an meinem Headset. Ja, die Musik ist auch verbuggt, aber egal. Ja. Und die wollte halt zurück zu Kiku jetzt, weil sie quasi Schwestern sind und sie will sie jetzt weiter beschützen. Das Grab, was man da am Ende gesehen hat, das war, denke ich mal, Tatsumarus Grab. Und sie hat wohl endlich mit dem Kapitel abgeschlossen. Genau. Und ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Also ich mache jetzt nochmal ein Zwischenfazit. Diesmal lasse ich auch das Ending weiterlaufen, weil ich nicht weiß, was am Ende von Tatsumaru im Ending kommt. Und jetzt quasi als Cut von der guten Story. Und ja, ach, die Musik ist schön. Hört euch die mal an. Ah, herrlich. Ja, wenn da die Soundbugs nicht wären, ne? Ach ja, wie gesagt, Tenchu 2 ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ja.
aus dem Jahr 2000, glaube ich. Aber dafür ist die Story doch sehr gut und die Cutscenes sind richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Und ja, was gibt's noch dazu sagen? Ich mache jetzt direkt weiter mit Tatsumaru, und zwar am Montag. Weil jetzt ist erstmal das Wochenende. Ich bin am Überlegen, ob ich noch ein Wochenendprojekt mache. Aber das steht noch in den Sternen. Und ja, genau. Ich würde sagen, machen wir Montag weiter mit Tatsumaru. Und das wird auch sehr spannend, glaube ich, weil die letzten Level von Tatsumaru habe ich noch nie gespielt. Genau. Ich habe damals mittendrin bei Tatsumaru aufgehört. Und richtig. Ich möchte jetzt eigentlich noch vorher wissen, bevor ich den Cut beende, den Part, möchte ich noch mal wissen, welchen Rang ich denn beim letzten Level hatte, weil das konnte ich irgendwie wieder nicht sehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, wie gesagt, und der Sound, der spackt ein bisschen rum. Das weiß ich auch nicht, woran das liegt. Aber, ja, egal. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal, was ich denn für eine Statistik im letzten Level bekommen habe. Genau. Das heißt, glaube ich, Tengshu, was da steht. Hä? Weiß ich nicht genau, aber... So, jetzt geht's erstmal weiter hier mit... ich habe tatsächlich den ganzen Abspann voll gelabert. Naja. Speichern und Save State. Weil, falls technische Probleme auftreten werden oder irgendwas anderes passiert. So. Dann schauen wir mal. Ja, so. Optionen. Sag mir bitte, dass da jetzt Großmeister steht. Und? Yes, Großmeister! Jawoll, Alter! Großmeister geschafft im letzten Level. Das ist doch gut, ey. 640 Punkte. Obwohl ich zweimal entdeckt wurde, also... Ja. Genau. Jetzt haben wir hier nämlich noch Tatsumaru. Genau. Aber, ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder mit Tatsumaru. Oh, das ruckelt gerade ein bisschen, der Sound. Ich gehe da nochmal kurz raus. Nee, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Tatsumaru. Und, ja, würde ich sagen, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann, ne? Tschüss.